Hallo und herzlich willkommen bei Noobster TV. Wie schon besprochen, wollen wir etwas mehr machen als die bloßen Let's Plays und deswegen gibt es jetzt ein Zwischenreview zu The Vanishing of Ethan Carter. Badum, psch. Was bisher bei Vanishing of Ethan Carter geschah. Als gut gebauter, behuteter Detektiv Paul Prospero betreten wir Red Creek Valley, nachdem wir das Schreiben des jungen Ethan Carter erhalten, indem er um unsere Hilfe bittet. Sofort wird uns klar, dass dies kein gewöhnlicher Kriminalfall wird und Paul Prospero kein gewöhnlicher Detektiv ist. Er kann sich in Objekte hineinversetzen und ihre persönliche Geschichte erfühlen. Diese Fähigkeiten helfen ihm, einige Rätsel und Mordfälle, welche ihm im Laufe der Geschichte begegnen, zu lösen. Und im Red Creek Valley gibt es einige davon. Hauptsächlich dreht es sich dabei um Mitglieder in Ethans Familie. Nachdem Ethan unerlaubt einen Raum betritt, erliegen diese einem mysteriösen Fluch, welcher sich von ihren Aggressionen und Ängsten nährt. Nach und nach erlangen wir, durch unsere hellseherischen Fähigkeiten, ein Bild der Geschehnisse. Die Familienmitglieder waren zu dem Schluss gekommen, Ethan hätte durch seine Tat den sogenannten Schläfer geweckt und müsse nun sterben, um ein größeres Unheil zu verhindern. Nur sein Opa und Vater halten diesem Fluch lange genug stand und helfen Ethan bei der Flucht in ein Bergwerk. Zu einem hohen Preis wohlgemerkt. Denn teilweise müssen sie Familienmitglieder töten, bevor diese Ethan etwas anhaben können. Und hier setzt unsere Geschichte fort. Auf der Suche nach dem Bergwerk, in das Ethan geflüchtet ist. Ja, was gibt's im Prinzip zu sagen? Wir haben anfangs wirklich, wir haben uns wirklich mit Ruhm bekleckert, muss man schon fast sagen. Sehr intelligent haben wir die Puzzles gelöst, von denen wir nicht genau wussten, dass es wirklich Puzzles waren, die wichtig für die Story sind. Ja, im Prinzip, das Spiel hat uns zu Beginn gesagt, es ist keine narrative Erfahrung. Die uns ja, nicht es hat an der die Drohung wahrgemacht. Ja. Es hat gesagt, es führt uns nicht an der Hand. So hat es sich auch angefühlt, so haben wir uns auch verirrt. Eben, weil wenn du am Anfang jetzt so eine Falle siehst, wo noch dazu die Ü-Punkte so schön versteckt sind. Die nicht eine Fuhle war. Genau, Fuhlen. Das ist noch, ich meine, man wusste natürlich, es heißt wahrscheinlich fühlen. Trotzdem, es hat zur allgemeinen Verwirrung irgendwie doch seinen Teil beigetragen. Ich dachte, das wäre ein Ding, dass es wirklich gibt, eine Fuhle. Tatsächlich. Ja. Egal, es war halt, ja, wie gesagt, man weiß dann, wenn man jetzt dieses Objekt ansieht, weiß man dann trotzdem nicht, dass das jetzt Teil von einem größeren Puzzle ist. Dazu muss man zuerst das zweite finden und das haben wir gar nicht gemacht, glaube ich. Deswegen haben wir auch nicht gesehen, dass es größer wird. Mewstar hat in solchen Adventures zwar Erfahrung und hat deshalb schon gewusst, da muss ja irgendwas sein. Aber ja, da ich halt sonst immer mehr gespielt habe und sie mir zugeschaut hat, bin ich einfach stur und ja, ignorant. Ja, da müssen wir weitergehen und weiter. Irgendwo ergibt sich der Sinn von selbst. Nein, in dem Fall nicht. In dem Fall hätte ich mehr auf sie hören sollen. Und wie man diese Visionen aktiviert, wenn da so ein Wort in der Mitte des Bildschirms rumfliegt, dafür haben wir auch ziemlich lang gebraucht, um das rauszufinden. Das Beste, ja, das war überhaupt das Beste, bis wir draufgekommen sind, wie das funktioniert, dass wir in die Richtung schauen müssen. Das Items, wo es liegt, was wir genau, finden Genau, dass müssen, wir dann ja. sehen, ja, also wie gesagt, also die gesamten Rätsel da, das haben wir ja sehr, sehr also abgelost. Die Kurbel, das war wirklich Zufall, dass ich die gefunden genau, habe. Ja. Die habe ich nicht so gefunden, wie es eigentlich gedacht war. Ja. Oder vermutlich gedacht war halt vom Gameplay genau. Gut, was kann man dann noch sagen? Da sind wir weiter. Den Astronauten, das ist wirklich eine Compilation an Fails, unglaublich. Ich hoffe, ihr habt nicht ganz den Glauben an uns verloren. Normalerweise sind wir nicht so noob. Aber da muss ich zu meiner Rechtfertigung sagen, ich bin zu dieser Ampel wirklich, ich habe es auch im Let's Play schon gesagt, immer mit dem Mauscursor in derselben Höhe rangegangen, sodass ich nur die Hand zum Aktivieren dort auf dieser Ampel gesehen habe. Ich habe einfach gedacht, die restlichen sind Dekoration oder sonst irgendwas. Und ja, immer in derselben Höhe. Und natürlich habe ich darauf nicht gedacht, ich gehe jetzt in derselben Höhe hin. Deshalb dachte ich, das ist einfach so, da ist nur das. Weil wenn du öfters hingehst und es immer nur da siehst, dann muss es nur da sein. Tja. War nicht nur da, dann sind wir weiter zum Haus. Was ist uns da passiert? Da haben wir mit den Portalen ganz schön gefailt und haben ziemlich lange gebraucht, bis wir darauf gekommen sind.
dass wir herausfinden müssen, welcher Raum der nächste ist, in das Portal führen soll. Genau, und da war der Punkt, da hat Muse da auch schon die richtige Idee gehabt am Anfang. Hätte ich auch wieder auf sie hören sollen. Sie hat gesagt, vielleicht müssen wir uns das Layout merken. Ich habe mir nur gedacht, okay, meine Erfahrung aus Spielen, wenn da irgendwo Portale sind, dann sind die da, um von A nach irgendeinem Punkt B zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt da einfach eine gewisse Kombination, wie wir die Räume aneinander schachteln müssen. Aber dass wir hier wirklich das Haus nachbauen müssen, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und selbst wenn wir es nachbauen hätten sollen, hätte ich gedacht, das ist einfach irgendein spezieller Weg, aber nicht das ganze Haus zusammenbasteln. Ja, also dank mir sind wir hier weitergekommen. Aber letztendlich haben wir doch noch herausgefunden, wie man dieses Spiel richtig spielt. Genau, wir haben jetzt einige grundlegende Mechaniken, glaube ich, haben wir uns angeeignet. Jetzt soll es eigentlich funktionieren. Versprechen können wir nichts, wir sind schließlich... Klopf auf Holz. Noobster TV. Ja. Und ja, was im Prinzip... es ist von der Atmosphäre jetzt selbst, um von dem Spiel selbst etwas zu sprechen, es ist wirklich sehr cool gemacht, finde ich. Also Es ist sehr atmosphärisch, wie schon vermutet. Es zieht einen in die Story. Wir sind sehr am Überlegen, was da vor sich gehen könnte. Ist das etwas Paranormales? Was ist los? Warum spielen die alle verrückt? Warum sind die so beeinflusst von dem, was vor sich geht? Warum sind die so gegen den Ethan? Was hat das mit seinen Geschichten auf sich? Ich habe mir da noch ein bisschen Gedanken jetzt drüber gemacht. Meine Theorie, du kannst später auch noch gleich jetzt noch deine sagen. Meine ist, also das hat alles zentral. Wir haben auch die Bestandteile, also es sind alles Geschichten von Ethan, die da rumliegen und die Erlebnisse, die Paul Prospero da hat. Das heißt, er sieht irgendwie, was Ethan sich da vorgestellt hat. Der kann sich in seine Fantasiewelt einversetzen. Ich glaube, eine zentrale Rolle bei dem Ganzen, mit dem Bränden und alles, was Ethan irgendwie in seinen Gedanken und seinen Geschichten vereint hat, hat vielleicht etwas mit dieser Schnapsbrennerei zu tun. Denn die ist ja bei einem Brand... Also war offen gelegt worden, zu sagen, dass der Ethan einfach nur betrunken war die ganze Zeit. War, ne? die ist ja bei diesem Brand, über den sie geredet haben, ist die offengelegt worden. Und Ethan schreibt da ja auch, dass das Haus niedergebrannt ist, nur der Raum ist übrig geblieben. Und es bezieht sich einfach immer sehr auf diesen Raum. Und meine Vermutung ist da vielleicht, und auch in dem anderen Haus, genau, da reden sie ständig, Ethan ist in diesen Raum, hat einen Raum gefunden und haben ihn beschuldigt. Warum hast du da rumgestöbert im Vandegrift-Haus? Also mir scheint es, als wollten sie da diese Schnapsbrennerei logischerweise verstecken. Und ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht einfach nur weltliche, materielle Gedanken zumindest zum Teil dahinter sind, warum sie so böse waren, zum Beispiel, dass Ethan da rein ist. Und ja, dass Ethan hat das dann halt etwas hochstilisiert und in seine Geschichten gepackt, der Zauberraum, der nicht gefunden werden konnte. Natürlich, der Raum, der versteckt war, war sowieso irgendwie was Spezielles. Ne? Also schon allein, weil er versteckt ist, die Schnapsbrennerei, ist es für ihn ein spezieller magischer Ort. In Wirklichkeit war er halt einfach versteckt, um vor der Polizei und vor sonst irgendjemanden nicht aufzufallen. Es hat für ein Kind auf jeden Fall was Mysteriöses. Und für ihn ist es dann halt sein Zauberraum geworden. Ja, also ich kann nicht sagen, warum die jetzt wirklich so reagieren. Aber ich denke, dass das schon sein kann, dass sich dieser Paul Prospero, der Detektiv, wirklich in Ethans Fantasie einfühlen kann und dass die Stories, die Ethan geschrieben hat, schon an diesen Events, die wirklich passiert seien, dass der die mit einbezogen hat in seine Stories und die darauf basierend irgendwie hat er das dann zusammengeschrieben. Ja, genau. Du meinst, dass Ethan diese Events erinnert? So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Ja. Es kann zwar schon sein, dass da noch das ein oder andere Puzzlesteinchen ist, aber ich denke mir mal, ich weiß auch nicht, wie die Entwickler das jetzt gedacht haben, vielleicht gibt es diesen Schläfer und das alles wirklich. Es kann aber auch sein, dass eben das Kind diese Rätsel halt in seiner Fantasie ausgeschmückt hat. Und ja, dann ist er von den Eltern zusammengestaucht worden. Wir haben ja auch diese Stimmen im Haus gehört, die Echos aus der Vergangenheit, eben wo sie mit Ethan geschimpft haben eben. Und dann ist er vielleicht im Wald gerannt, wie wir dann bei der Hexe erfahren haben, und hat sich eben, ja, hat ihm da wieder seinen Kummer in Geschichten ertränkt. Dann ist ja auch der Zettel von der Mutter, den wir gefunden haben, er soll sie nicht immer so ernst nehmen. Und wie gesagt, sie waren halt sehr grantig auf ihn. Also ich weiß nicht, ob das ein deutscher Begriff ist, grantig, zornig.
auf ihn, dass er in diesem Rauchhaus rumgestöbert hat, wo er ja nichts zu suchen hat. Ja, aber ich denke auch, dass das nicht der einzige Grund ist, weil man merkt schon, dass der Familienzusammenhalt nicht gerade sehr gegeben war. Also da ist sicher psychische Komponente ja, auch im Spiel. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Sie reden ja auch untereinander, hat man eben in dem Haus gehört, ja. vom Schläfer. Und da fragt, glaube ich, der Vater, fragt seinen Vater, also den Großvater, you know, they all talk about the sleeper, also sie reden alle über den Schläfer, sagt der Vater zum Großvater, und der Großvater sagt dann, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob er real ist oder nicht. Ja. Also irgendwas ist da schon noch mehr, irgendwas ist da im Spiel. Aber wie gesagt, in so einer Community, in so einer abgekapselten Community, da wird eben viel mit Legenden gearbeitet, oft, um Leute von irgendetwas fernzuhalten, von dem man sich fernhalten will. Gutes Beispiel, Entschuldigung, ich weiß, du willst was sagen, aber dazu passt auch ganz gut das am Anfang, was wir gleich am Anfang gefunden hätten, wenn wir am Anfang richtig gespielt hätten. Weißt du, der Brief mit den Flaschen? Ja. Da hat ja auch, weiß nicht, war das der Opa oder was? Auf jeden Fall irgendwer ja. hat versucht, seinen Saft zu verstecken. Eventuell der Alkohol war. Siehst du, da schlägt sich die Brücke wieder. Zu verstecken. Und eben, ja, er hat auch Geschichten rum erzählt, dass da vielleicht ein Amulett versteckt ist, aber vielleicht eben hängt das wieder alles ein bisschen damit zusammen, dass sie eben versucht haben, das alles mit Geschichten zu kaschieren, ja, mehr oder weniger halt. Ja, also dieser paranormale Einfluss, ich kann eben auch sein, dass, wie gesagt, es ist eine kleine Dorfgemeinde dort gewesen, als da noch die Leute gelebt haben, so sieht es zumindest aus. Und wie wir auch am Friedhof schon bemerkt haben, kann schon sein, dass die irgendwie so okkulte Geschichten untereinander hatten und dass da schon ein gewisser Aberglauben bei denen genau, mitgespielt hat. Und die Leute, die in wirtschaftlichen Positionen sitzen, die halt zum Beispiel das Schnapsbusiness da in der Hand haben, die nehmen sich solchen Aberglauben natürlich dann zur Hand, wie es in der wirklichen Welt auch teilweise ist. Und ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch eine eigene Meinung dazu habt oder was ihr zu diesen Ideen, die wir hier euch jetzt erzählt haben, zu sagen habt, wie ihr diese moralischen Ansätze, diese wirtschaftlichen Ansätze, die wir hier jetzt unterbreitet haben, findet, wie wir zum Beispiel Aberglaube für wirtschaftliche Zwecke missbraucht. Ja, alles in diese Richtung könnt ihr uns in die Kommentare schreiben. Wenn euch diese Sachen, wenn euch generell unser Konzept gefällt, mit diesen Let's Plays, mit diesen Talkrunden, gebt uns einen Daumen nach oben, empfiehlt uns euren Freunden weiter. Es geht uns nicht um viele Views oder irgendwas. Wir wollen einfach unseren Spaß, den wir so auch haben, mit euch teilen. Und es würde uns halt motivieren, wenn wir mehr Leute haben, die das auch mit uns teilen, die das interessiert. So sehen wir, okay, ja, das interessiert wirklich Leute und würde uns auch natürlich dann helfen, weiterzumachen und genau. Spaß dabei zu haben. Ja. Ja, und sonst, abonnieren ist natürlich nie falsch, aber wie gesagt, Daumen nach oben und empfiehlt uns einfach weiter. Über Kommentare, wie gesagt, würden wir uns freuen. Ja, im Prinzip haben wir sonst noch irgendwas abschließend zu sagen. Genau, die Erwartungen vielleicht noch fürs Spiel. Also ich denke mir schon, dass jetzt, ich habe jetzt mal so deponiert, ich glaube, das ist nicht alles übernatürlich. Ich glaube aber schon, dass da irgendwas Übernatürliches trotzdem dabei ist. Vielleicht ist es eine Mischung. Vielleicht gibt es ja wirklich was diese Leute eben missbraucht haben, um ihr Business zu rechtfertigen. Vielleicht wissen sie es aber nur nicht, dass es das tatsächlich gibt. Aber wie gesagt, das mit dem Raum finde ich tatsächlich, da haben sie einfach irgendjemandem erzählt, wenn er in den Raum geht, dann kommt der böse Sleeper oder so irgendwie, damit eben niemand in den Raum geht, diesen Aberglauben missbraucht. Aber ich denke, irgendwas ist da eben verborgen. Ob diese Leute das gewusst haben, ob das nur in den Kopf war, ob die den Glauben, ob die den Glauben einfach missbraucht haben, den es aber dann tatsächlich doch gibt, ja, man weiß es nicht, man wird es jetzt erfahren. Auf jeden Fall, man sieht die Spannung, die zieht immer mehr an, die ja. Spannung ist am Steigen, es wird immer dunkler, diese Hexe, dieser Friedhof mit dem Jesus. Ja. Ja, also ich denke nach wie vor, dass es schon viel mit was die im Kopf haben zu tun hat, vor allem beim Ethan, aber Erwartungen ans Spiel, ich lasse mich überraschen, ich kann wirklich nicht sagen, was ich wie es tatsächlich, wie sich jetzt die Story ausgedacht haben. Ich bin gespannt. Die Konzeption vom Spiel ist durchaus natürlich so, dass du in Ethans Fantasie surfst. Ja? Das ist ein großer Teil. Deshalb bist du auch verleitet zu sagen, das ist alles nur Einbildung, alles nur Geschichten. Aber es hat einfach,
es hat einfach solche Ansätze drinnen, die man trotzdem nicht ganz abschreiten kann, wo man sagt, irgendwas mehr ist da schon noch. Ja. Irgendwo ist da noch was rauszuklätzeln. Wir werden es auf jeden Fall sehen und hoffen, dass ihr jetzt dabei seid, wenn wir gleich weiterspielen mit, ich glaube, der 8. Episode von Vanishing of Ethan Carter. Ja.